Eure Eltern finden, Gaming ist Zeitverschwendung. Eure bessere Hälfte kann mit euren Lieblingsgames mal so überhaupt nichts anfangen. Kennen wir alles. Und deshalb zeigen wir euch heute, wie ihr genau solche Leute auch zu Gamern macht. Hier kommt der Inside PlayStation Bekehrungsguide. Ihr kennt es doch alle. Auch beim 99. Überzeugungsversuch ist es das Gleiche. Mutti macht mal wieder Stress, von wegen viereckige Augen und so. Eure Freunde verstehen euren Enthusiasmus für das neue Ratchet & Clank einfach nicht. Und die bessere Hälfte verdreht wieder nur genervt die Augen, wenn ihr mit der Lore von Bloodborne anfangt. Wir sorgen dafür, dass es jetzt ein für alle Mal klappt. Mittlerweile stecken Spiele wie The Last of Us Part 2 jede Menge Zeit und Arbeit in Charaktere und Emotionen. Echte Schauspielerinnen, Schauspieler und Voice Actor machen einen fantastischen Job und Games schon allein optisch zu filmreifen Erlebnissen. Von den speziellen Kinomodi in Ghost of Tsushima oder Red Dead Redemption 2 haben wir noch gar nicht angefangen. Da fühlt man sich, selbst beim Zuschauen ohne Pad in der Hand, als säße man mit im Sattel. Games machen es euch immer leichter, euren controllerlosen Freunden und Verwandten eine kinowürdige Live-Performance zu bieten. Also einfach das nächste Story-Game mal als Film verkaufen. Wir sprechen alle mal mit. Hey Mama, Papa oder Schatz, Bock auf einen Filmabend? Wenn dann die Frage kommt, wofür ihr den DualShock braucht, einfach ein Beispiel bringen, wo ihr ihn vertraut habt und fordern, dass sie es jetzt auch mal machen sollen. Schnappt euch eure Samurai-Fanfreunde und startet den Kurosawa-Modus von Ghost of Tsushima. Oder macht euch zum Let's Player für eure Liebsten und bietet ihnen statt der nächsten x-beliebigen Serie mal The Last of Us Part 2 als Couchwatch-Party. Da muss die HBO-Verfilmung dann erstmal rankommen. Auch Games wie Until Dawn, Man of Medan oder Little Hope sind perfekt, um gemeinsam mitzufiebern. Und die, wie immer, falschen Entscheidungen zu treffen. Horror kommt eben erst zusammen so richtig gut. Und dafür braucht es dann auch nur eine controller-affine PlayStation-Person pro Party. Spieleabende sind cool. Aber immer wieder Charade, Mau Mau oder 32 Hip Auf wird irgendwann auch langweiliger als Onkel Helmuts Urlaubsdias. Übernehmt das Partyprogramm am besten selbst. Egal ob Quiz-Action mit That's You oder Trivia-Fun mit dem Jackbox-Party-Pack. Schwieriger als Mensch ärgere dich nicht Figuren verrücken ist die Steuerung in solchen Games auf keinen Fall. Vor allem, weil man sie einfach mit dem eigenen Smartphone bedienen kann. Da kommen auch keine Fragen über Knöpfe oder Überforderungen auf. Wer es ein bisschen lauter mag, sollte die eigene Family vielleicht einfach mal zum Karaoke mit Let's Sing vor die PlayStation ordern. Es sei denn, euch reichen die Performances unter der Dusche von den anderen Popstars eures Haushalts schon. Dann stürzt ihr euch vielleicht besser mit Beat Saber gleich mitten in eure Playlist. Ein imaginäres Lichtschwert hat doch jeder schon mal irgendwann geschwungen. Mit einem pro Hand geht die Party aber erst los. Und wer weiß, wie viel ungeahntes Rhythmusgefühl noch in Opa steckt. Nirgends lernt man sich schließlich noch besser kennen als beim Spielen. Fast nirgendwo ist die Hürde so niedrig, auch digitalen Spielen mal eine Chance zu geben, wie bei Partygames. Und statt immer nur per Videocall in Kontakt zu bleiben, ist ja vielleicht eine Runde Crash Team Racing mit der Familie über Remote Play eine Alternative. Da braucht dann schließlich nur einer das Spiel. Kein Rumgemaule darüber, dass die andere Person das Spiel nicht hat oder nicht kaufen will. Egal wie die Runden dann ausgehen, so gewinnen alle. Klar, so ein DualShock oder DualSense Controller ist nicht sofort jedermanns Sache. Für uns sind die natürlich längst gewohnte Werkzeuge und sowas wie verlängerte Hände. Aber 18 Button, Trigger und Touchmöglichkeiten auf so kleinem Raum muss man auch erstmal verstehen und nutzen können. Revanchiert euch also einfach mit einem Tutorial-Modus. Papa hat euch das Radfahren beigebracht, dafür bringt ihr ihm jetzt das Autofahren in Gran Turismo Sport bei. Wer weiß, vielleicht ist er ja so begeistert, dass er direkt in ein Lenkrad investiert. Man wird ja noch träumen dürfen. Und wenn es noch ein wenig zugänglicher sein darf, fangt eben erstmal mit ein paar weniger Buttons an. Selbst Spielen mit niedriger motorischer Hürde ist ja auch eine Option. Also einfach Erika auf die PlayStation-Platte geladen und die bessere Hälfte bei der nächsten Date Night mal zu einem interaktiven Film einladen. Und falls Mutti mal wieder fragt, wieso ihr nicht mal was lest, parkt sie einfach mal vor der Kentucky Road Zero TV Edition. In Adventures gibt es schließlich auch jede Menge zu lesen. Ziemlich gute Geschichten sogar. Den Koop-Modus gibt's hier übrigens gleich oben drauf. Wir lieben Games aus vielen Gründen, aber ein ganz wichtiger ist ihre Vielfalt. Die lauten Action-Blockbuster gibt es genauso wie die ganz leisen Töne in zauberhaften Indies. Rätsel und Plattformer, Partygames und Singleplayer-Stories. Games in allen Formen und Farben eben. Von ultra-realistisch bis kunstvoll abstrakt. Für jeden Geschmack ist da was dabei, sollte man zumindest denken. Wir glauben, wer Games nicht mag, hat eben einfach noch nicht sein Genre gefunden. Wenn Oma also gerne das Kreuzworträtsel in der Fernsehzeitung löst, setzt sie doch einfach mal vor ein Puzzle-Game, wie Puzzle Agent. Noch mehr Rätseltipps verlinken wir euch dann ganz praktisch nochmal in der Box oben rechts. Oder, Insider-Tipp, ihr stellt euch selbst dabei einfach so lange dumm,
bis jemand beim Zuschauen komplett durchdreht und mit einem "Lass mich doch mal machen!" den Controller aus den Händen reißt. Geht schneller als man denkt, das können wir aus Erfahrung sagen. Egal wie, irgendwie findet jeder sein Lieblingsspiel. Vielfalt gibt es genug. Eure Familie oder der Kater von den Nachbarn wollen sich partout nicht zum Selbst- oder Mitspielen überreden lassen? Dann hilft nur noch Klugscheißerei. Doch wirklich, denn was macht noch mehr Spaß als zu spielen? Genau, Recht haben. Also schnappt euch doch einfach eins von unseren praktischen Faktenvideos und schlagt die Skeptiker um euch herum mit wissenschaftlichen Beweisen. Spielen ist gut für uns. Welche Real-Life-Benefits genau es dort gibt, da ist die Liste lang. Ein paar Beispiele findet ihr jetzt wieder oben in der rechten Ecke. Natürlich sollte man niemanden zu seinem Glück zwingen. Wer sich auch nach unserem 5-Stufen-Plan hier nicht zumindest mal zum Ausprobieren überzeugen lässt, der ist für eine der schönsten Sachen der Welt vielleicht einfach nicht gemacht. Aber dann haben wir eben noch mehr Spaß nur für uns. Ist auch okay. Ihr seid dran, liebe Playsianer. Womit bekehrt ihr sogar die größten Gegner zum Gaming? Haben wir eure Eltern, Schwippschwager, Haustiere und Levelabschnittsgefährten überzeugt? Dann sollten sie auf jeden Fall auch den Kanal abonnieren und die Glocke klingeln. Aber das sollte natürlich jeder. Für alles rund um PlayStation und andere sinnvolle Lebensentscheidungen. Bis zum nächsten Video. Insider out.